Hallo an dich. Du hörst den Podcast Erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und mein Name ist Sarah Rogalski. Ich bin Tierkommunikatorin, Life Coach, Autorin und Host von diesem Podcast. Und die heutige Folge ist wieder eine ganz besondere, denn ich habe einen tollen Interviewgast, die Lydia Schlatt aus Bremen. Und Lydia ist unter anderem Logotherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat eine eigene Praxis in Bremen. Und ja, Lydias Spezialgebiete sind super interessant, weshalb ich sie auch zum Interview eingeladen habe. Wir haben zum Beispiel ganz viel über das Thema Hochsensibilität gesprochen, sodass du auch für dich feststellen kannst, passt es auch auf dich? Bist du auch hochsensibel? Und wenn ja, wie kannst du damit besser umgehen? Wie kannst du dir den Alltag erleichtern? Und ja, wir haben auch viel über die Frage gesprochen, ist es ein Segen oder ein Fluch? Und unter anderem hatten wir das Thema weibliche Energie, warum die Welt hier gerade im Wandel ist und ja, die Weiblichkeit im Sinne von weiblicher Energie, da jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, zu gleichen Teilen im besten Falle männliche und weibliche Energie in sich trägt und warum es so wichtig ist, dass wir wieder mehr an diese weibliche Energie gehen. Darüber haben wir auch gesprochen, so wie über das Thema Emotionen und wie du es schaffen kannst, deine Emotionen einfach im Fluss zu halten. Und an der Stelle möchte ich gar nicht mehr verraten, sondern gebe jetzt den Weg frei und wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ich freue mich total, euch heute eine weitere Freundin vorstellen zu dürfen, bei der ich auch gerade im Wohnzimmer sitze und ja, passenderweise fängt gerade die Sonne an zu scheinen. Die war eben noch nicht da. Und ja, die Freundin heißt Lydia Schlatt. Wir kennen uns noch nicht ganz so lange und haben uns mehr oder weniger per Zufall getroffen, kennengelernt übers Internet, genau gesagt über Facebook. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn Lydia ist eine sehr interessante Person. Und ja, strahlt gerade, was ihr nicht sehen könnt, aber wahrscheinlich gleich noch hören werdet. Und ja, Lydia ist Logotherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und integraler Coach, wo sie euch sicherlich gleich noch mehr drüber erzählen wird. Und ja, ich übergebe jetzt einfach mal das Wort direkt an dich, liebe Lydia. Und ja, stell dich einfach mal in eigenen Worten vor. Wer bist du? Was macht dich aus? Was bringst du in diese Welt? Super, danke schön für die Vorstellung erstmal. Ich heiße Lydia Schlatt, bin, wie du schon gesagt hast, Logotherapeutin. Genau, und ich arbeite mit Menschen, die sich in allerlei Sinnkrisen befinden, in Erschöpfungszuständen, auch teilweise in Trauersituationen. Und ich arbeite viel mit Hochsensiblen und das ist auch meine Lieblingsklientel. Wirklich Menschen, die sehr feinfühlig sind und sehr viel wahrnehmen und ihre Gefühle entsprechend nicht so gut geordnet bekommen. Mhm. Und diese begleite ich sehr, sehr gerne in ihren persönlichen Prozessen, ob das jetzt beruflich ist oder in der Partnerschaft, um ihre Gefühle sortiert zu bekommen und auch um Handlungsstrategien zu entwickeln, damit man nicht dabei stehen bleibt, sondern auch wirklich entsprechende Schritte geht, um für sich etwas zu finden, womit sie auch wirklich arbeiten können, in Anführungszeichen arbeiten können. Ja, total spannend. Und an der Stelle sei verraten, ja, Lydia und ich, wir sind ja beide hochsensible Personen. Und ja, du vielleicht auch, die gerade zuhört. Und es sind einfach so viele Menschen. Und ich finde das Thema hochspannend. Und ja, vielleicht wäre das auch jetzt ein guter Einstiegspunkt, einfach, dass du auch mal in deinen Worten erzählst, was ist für dich Hochsensibilität? Also es gibt ja so eine Definition. Mhm. Ja. Aber für mich zum Beispiel gibt es so eine ganz eigene Bedeutung. Die kann ich gerne gleich auch nochmal schildern. Mhm. Aber das würde mich auch sehr interessieren. Was ist für dich Hochsensibilität? Ja, also es gibt eine offizielle Definition tatsächlich. Mhm. Und auch, dass die
mit HSP abgekürzt wird, also Highly Sensitive Person. Mhm. Also etwas, was mit einer feinen Wahrnehmung zu tun hat, mit Sinneskanälen, die einfach auch stärker entwickelt sind, mit einem auch feineren Nervenkostüm verbunden. Und man sagt so schön, Hochsensible haben weniger Filter, um bestimmte Außenreize aufzunehmen, beziehungsweise auch abzupuffern. Abzupuffern, so, ne? Sich zu schützen quasi vor bestimmten Außenreizen. Und ich finde es immer ein bisschen komisch, also wenn man sagt irgendwie weniger Filter, weil woran misst man das denn? Also ja, mit wem vergleicht man sich dann irgendwie? Ja, was ist normal? So, was ist normal, und was genau nicht, ne? Ja. So in dieser Hinsicht. Also meine persönliche Definition ist, dass jede Hochsensibilität völlig anders ist. Also genauso wie jeder Mensch natürlich anders ist. Und jeder eine unterschiedliche Gradmessung an Hochsensibilität hat. Mhm. Also es gibt welche, die sind zum Beispiel hochsensitiv, also auch hellfühlig, teilweise hellhörig, hellsehend. Mhm. Und andere wiederum sind es weniger. Und es gibt ja auch noch introvertierte und extrovertierte Hochsensible. Und die Ausprägung ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ja, was du auch schon sagst, also was ist normal, genau, was entspricht der Norm und was nicht. Und für mich ist tatsächlich, also dieser Begriff Hochsensibilität, ich glaube, ich kenne den erst seit einem knappen Jahr, wenn überhaupt. Und dachte dann, ah wow, okay, also da finde ich mich wieder. Aber kenne auch ja von vorher schon viele Menschen, die ähnlich sind, oder es werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Und mein Gefühl sagt wiederum, also das ist wie so eine Eingebung gewesen für mich, da würde mich auch dein Urteil total interessieren, also ob du das ähnlich wahrnimmst wie ich, dass ich das Gefühl habe, dass die Hochsensibilität eigentlich der Normalzustand ist. Also weil die Menschen immer mehr back to the roots gehen, zurück zu der Natur, und wir haben uns einfach so weit von unserer Natur entfernt, also von dem, wer wir wirklich sind, dass wir uns zukleistern, auch mit allen möglichen Sachen wie dichte Ernährung, also all diese ungesunde Ernährungsform, sage ich mal, sowas wie Fast Food, ne? Zucker in Massen und ungesunde Fette in Massen, all diese Geschichten, oder wir leben in Großstädten, sind total belagert von allen möglichen Medien und so weiter, höher, schneller, weiter, also wir haben gar keinen Raum, keine Zeit mehr für diese Ruhe, in die Natur zu kommen, und das ist ja auch was, was Hochsensible sehr viel brauchen. Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich sehr viel Ruhe und Rückzug brauche, ganz viel Natur und Tiere oder auch Kinder, weil die uns auch daran erinnern. Also für mich ist wirklich Hochsensibilität der Normalzustand, was aber derzeit noch in der Minderheit ist, so gefühlt. Aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass die Menschheit dahin zurückgeht. Und dass viele aber nicht damit umzugehen wissen oder denken, dass sie halt unnormal sind, dass was mit ihnen nicht stimmt. Und gerade so bei mir hatte ich oft gedacht, ja, ist das eine Gabe oder ist das ein Fluch? Ne? Genau. Ein Fluch oder Segen? Sagen ja auch viele. Genau, richtig. Und also für mich ist es ein absoluter Segen jetzt. Dadurch, was ich mache, das könnte ich ja gar nicht machen, weil du hattest auch gesagt, dass es viele Abstufungen gibt und hast auch erwähnt, so dieses Hochsensitive, also man vielleicht dieses Hellsehen, Hellhören und all diese Sachen. Und du weißt ja, ich habe ja auch viele, die sich für die Tierkommunikation interessieren, also viele Zuhörer. Und da spielt das Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen ja eine große, große Rolle. Und wie ist das für dich? Also hast du das Gefühl, man kann es auch trainieren, oder hat man diesen Stempel? Also ist man hochsensibel oder ist man es nicht? Oder kann man sich auch dahin entwickeln sozusagen? Eine sehr schwierige, verschachtelte Frage. Ich versuche das jetzt mal zu beantworten. Also ich gebe auch mit einer Kooperationspartnerin Workshops zur Hochsensibilität, wo es darum geht, also Frieden zu finden auch mit der Hochsensibilität, sie auch zu entdecken und einen Umgang, einen guten Umgang mit ihr zu finden. Mhm. Und diese Seminare richten sich nicht nur an Hochsensible, sondern auch an sogenannte Normalsensible, die ihre Sensibilität auch entdecken möchten. Meine Beobachtung ist aber dennoch, dass es einen Unterschied gibt
zwischen Normalsensiblen und Hochsensiblen. So, und das lässt sich nicht ganz pauschal beantworten, im Sinne von, das sind die Kriterien für Normalsensible und das sind die Kriterien für Hochsensible. Es ist etwas, was man wahrnimmt, also es ist etwas, was ich beobachtet habe, also dass Hochsensible wirklich ein feineres Nervenkostüm haben und es lässt sich teilweise sogar sehen. Also es lässt sich sehen, dass zum Beispiel Hochsensible sehr, sehr klare, wache, bewusste Augen haben, dass sie, beschreiben sie selber sogar sich häufig als Außerirdische, als nicht von dieser Welt ansehen, empfinden und schon immer anders waren. Ja. So, und das kann ich von mir definitiv auch bestätigen. Ich auch. Und insofern, es gibt schon Unterschiede und man sagt ja auch, dass es ungefähr 15-20% der Bevölkerung sind, die hochsensibel sind. Und ich finde, das ist auch keine kleine Zahl. Mhm. Und gleichzeitig ist das schon auch zu sehen, wenn man jetzt auf der Straße ist oder im Bus, dass nicht jeder so fein ist wie eine Handvoll andere Menschen, die ich als hochsensibel bezeichnen würde. Mhm. Ja, ja. Danke für die Antwort. Ich lasse das gerade so ein bisschen wirken und dachte gerade bei mir, dass es, glaube ich, auch so eine Entwicklung ist. Ne? Also du hast recht, dass diese Hochsensiblen, die werden schon anders, in Anführungszeichen, geboren. Ne? Die fühlen sich immer anders, das kenne ich auch von mir. Ne? Und ich habe aber im Gefühl, dass die Menschen gerade am Aufwachen sind und dass es halt so eine Entwicklungsspirale ist. Ne? Also dass man zwar... trifft auch zu. Ja, genau, dass man zwar auf so einem anderen Standpunkt erstmal steht und das aber halt trainieren und wieder ausbilden kann. Und da spielen so viele Komponenten eine Rolle, also sowas wie Ernährung oder wie oft bewege ich mich in der Natur, wie oft ziehe ich mich zurück, mache Meditation oder hetze nur, lenke mich ab. Das treibt uns dann eher wieder weg von diesem Hochsensiblen und dann auch von diesen sensitiven Wahrnehmungen. Weil im Kern glaube ich, dass das ja so die Sprache der Zukunft tatsächlich ist. So, ich plaudere gerade total aus dem Nähkästchen, weil das ist was. Das ist schön gesagt. Das ist irgendwie in meinem Herzen, dass, also natürlich werden wir weiterhin unsere Sprache benutzen, aber ich glaube, dass es immer normaler wird, weil wir immer mehr merken, was authentisch ist und was nicht. Und das ist übrigens auch ein Kriterium für Hochsensible. Sie haben wirklich richtig feine Antennen dafür, zu spüren, ob ein Mensch zum Beispiel authentisch ist, der vor einem gerade sitzt und spricht. Das sind richtig Kanäle eines Hochsensiblen, der richtig abscannt, ist es authentisch, was ich gerade sehe oder nicht. Und haben ein ganz, ganz feines Gespür tatsächlich dafür. Oh ja, das kann ich auch unterschreiben. Ich muss auch gerade an mein zweites Buch denken, wo es halt ganz, ganz viel um Authentizität geht. Was mich ja mein Pferd Cielo gelehrt hat, also der Meister der Authentizität irgendwie. Der Himmel. Cielo. Genau, und den Namen hatte ich ja auch so für ihn empfangen quasi, wobei das hatte ich an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass es geht nicht darum, dass das Tier dann wirklich nur einen speziellen Namen hat, sondern Namen oder Worte sind für mich auch Schwingungen. Ja. Ne? Also nicht ein festgenagelter. Ne? Aber Cielo, das fühlte sich auch so stimmig an für ihn. Ne? Und nicht so, wie er vorher hieß. Das passte irgendwie nicht von der Energie. Ich glaube, mein Gefühl sagt, wir sind halt hier in so einer riesengroßen Entwicklung und dass die Menschen, die normal sensibel sind, so nenne ich es jetzt mal. das ist auch der gängige Begriff. Genau. Und dass die aber auch so ein Entwicklungspotenzial haben, dass es jetzt immer mehr kommt. Ja, definitiv. Und dass alle, die sich aber auch hingezogen fühlen, so zu der Tierkommunikation beispielsweise, was ja für mich einfach nur eine Seelensprache ist, die immer mehr normal wird, weil oft, man spürt ja auch als Hochsensible, ob da die Wahrheit gesprochen wird oder nicht. Genau. Ja, und ich habe gemerkt, also so umso mehr ich diese Tierkommunikation für mich trainiert und wiederentdeckt habe, das werde ich oft gefragt in den Basisseminaren, ob man das denn auch bei Menschen hat. Und ich habe immer gesagt, ja, das ist so eine negative Begleiterscheinung. So meine linke Augenbraue hat nämlich so ein Eigenleben. Und immer, wenn mir jemand etwas erzählt, wo ich ganz genau merke, das ist eine Lüge, das stimmt doch gerade nicht, da schnellt meine linke Augenbraue in die Höhe. Ich kann da nichts gegen tun. Also ich, oder man sagt mir auch nach, dass ich keine Maske aufsetzen kann. Also man merkt mir auch an, wenn ich lügen würde. Ich kann nicht lügen. So. Und ich kann auch nicht ab, wenn jemand lügt. Oder ich sehe das dann, spüre das sofort. Und genau. Ich glaube, es gibt halt diesen...
ja, diesen Entwicklungsraum auch und ne, alle, die sich jetzt angesprochen fühlen. Also ich sage das gerade so mit dem Hintergrund, dass vielleicht jetzt jemand zuhört und denkt, oh, ich bin vielleicht nur normal sensibel, aber ich wollte doch so gern die Tierkommunikation lernen, dann kann ich es jetzt nicht oder so. Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Also prinzipiell kann jeder diese Fähigkeiten entwickeln, weil das hat ja etwas mit Achtsamkeit zu tun und mit der Bereitschaft, ein anderes Wesen, letzten Endes egal, ob das ein Tier ist oder ein Mensch, wirklich zu verstehen, auf einer Herzebene zu verstehen. Und das kann jeder. Also das ist nicht den Hochsensiblen alleine vorbehalten. Mhm. Also wirklich nicht. Ja. Ja, und ich sehe das auch als Entwicklung, also dass viele Menschen gerade erwachen, im wahrsten Sinne des Wortes, erwachen aus einer Art Trance oder Hypnose, wie auch immer man das nennen würde, und bereit sind, ihre eigene Wahrheit zu finden und sie auch zu sprechen. Und dazu gehört natürlich auch die Wahrnehmung seiner Umwelt, auch die Tiere, aber auch die Mitmenschen. Und diese auch wirklich bewusst wahrzunehmen und nicht nur über das gesprochene Wort, sondern über die Schwingung, die Ausstrahlung. Ja, total schön gesagt. Genau, und du hattest ja eben gesagt, du hast auch so ein paar Techniken oder dergleichen, weil wir wissen ja beide, als Hochsensible, das ist einerseits eine Gabe, etwas Wundervolles, und auf der anderen Seite kannst du das Leben auch ein bisschen schwer machen, wenn die Schwingungen, wenn die Energien nicht so gut sind, und man nimmt halt vieles mit. Also ich kenne es ja aus eigener Erfahrung. Genau, hast du vielleicht so ein paar Tipps oder vielleicht auch Sachen, die für dich gut funktionieren? Wir wissen ja, jeder Mensch ist ganz individuell. Genau. Aber vielleicht gibt es da ja so ein paar pauschale Sachen, wo du sagst, das ist so ein guter Tipp. Oder gäbe es ganz viele, da könnte ich jetzt wirklich so bis morgen sprechen. So, ich versuche mal ein paar zu nennen. Also das eine ist auf jeden Fall Schlaf. etwas, was sehr, sehr unterschätzt wird. Oder ganz häufig nicht auftaucht als eigentlich Erdungskriterium oder als Erdungsmöglichkeit. Auf jeden Fall Schlaf, also ein angemessener Schlafrhythmus und Schlafmenge für jeden Einzelnen. Das müsste natürlich selber erfahren werden, was stimmig ist. Mir hilft zum Beispiel auch zwischendurch eine Siesta zu machen. Eine kleine Siesta von einer halben Stunde, so ein Powernap, wie man so schön sagt. Ja. Und das ist das, was mich sehr erdet, so im Alltag. Und ansonsten wäre es zum Beispiel ein Spaziergang. Mhm. Also, weil die Natur hat eine eigene Schwingung. Und wenn wir zu sehr im Verstand sind, dann sind wir wirklich in der Hochsensibilität mehr Richtung Fluch unterwegs. Und wenn wir in die Natur zurückgehen, dann erden wir uns wieder. Also dann sind wir wieder mehr mit unserem Herzen verbunden. Das ist auch noch eine Möglichkeit, auf jeden Fall in die Natur zu gehen. Aber auch ganz banal essen. Natürlich kann man es übertreiben, klar, man kann es mit allem übertreiben, aber ansonsten erdet Essen viele Hochsensible. Ja, und ist es dann egal, was man isst, sozusagen? Nein, oder? Das würde ich jetzt nicht sagen. Also alles, was mit künstlichen Süßstoffen zu tun hat, ist sicherlich nicht förderlich, aber ich will da jetzt auch kein Dogma draus machen. Das muss jeder schon für sich selber herausfinden, aber man sagt zum Beispiel bei eher luftigen Menschen, dass Lebensmittel helfen, die viel mit der Erde zu tun haben, ob das jetzt Kartoffeln sind oder Wurzeln oder andere Gemüsesorten, die wirklich auch erden, und am besten frisch. Gut ist nicht immer möglich, aber ich koche bestimmt einmal am Tag mindestens für mich, und ich erde mich dadurch auch sehr stark. Ja, das kann ich persönlich auch bestätigen.
das gerade, ne, da macht es halt natürlich da auch die Qualität aus oder das, genau, was wir essen, ist total wichtig. Und man entwickelt dann auch so ein Bauchgefühl mit der Zeit. Genau, ne, was ein Bauchgefühl. Im wahrsten Sinne des Wortes, genau, auch. Ne, und das mit der Natur, also das erleben ja ganz, ganz viele auch von meinen Kunden, dass es einfach wahnsinnig erdet, auch mit den Pferden oder Hunden, oh, oder, ja, wie auch immer. Oder, mhm, egal, Katzen, wenn man einfach, ja, nur mit denen kuschelt oder Zeit verbringt, genau, weil Tiere ja auch diese besondere Schwingung haben. Und ich merke das auch, wenn ich mal zu sehr im Kopf unterwegs bin und dann in den Wald gehe, dass ich da mal so meine Eingebungen und Inspirationen habe. Genau. Also weitere Möglichkeiten wären auf jeden Fall so etwas wie Meditation. Kann auch eine ganz, ganz kleine Meditationspraxis sein, wenn es nur eine Viertelstunde am Tag ist. Es muss ja noch nicht mal eine klassische Meditation sein, sondern zum Beispiel eine Achtsamkeit zu bügeln. Mhm. So ist irgendwie. Oder etwas, was man im Haushalt macht und aber wirklich in der Präsenz, in der Achtsamkeit kann auch sehr, sehr stark erden. Ja, einfach komplett im Hier und Jetzt, ne? Genau. Während man das macht, ohne Gedanken, die dann hier und da fliegen, genau, so, ne? Ja. Und auch in dem Moment zu sein, manchmal auch einfach in die Stille zu gehen und nichts zu tun, Löcher in die Luft zu starren, mhm, überaus hilfreich. Und etwas, was auch sehr erdend ist, ist Tanzen oder etwas, was mit Bewegung zu tun hat. Kann auch Yoga sein. Also ich bin zwar kein Yoga-Typ, so, aber ich liebe jegliche Form von Tanz. Ob das jetzt Trance-Tanz ist oder es gibt ja auch verschiedene andere Formate oder auch freies Tanzen. Mhm. So, jetzt nicht Disco-Tanzen, das ist nochmal was anderes. Also für mich persönlich, irgendwie für andere mag das sicherlich passend sein. Aber auf jeden Fall etwas, was mit Bewegung zu tun hat. Ja. Mit Zentrierung, um wieder ganz bei sich anzukommen. Ja, ja, dann kommen ja auch die Emotionen wieder in Bewegung, ne? Wenn man den Körper, genau, bewegt, darum geht es ja eigentlich. Also bei den, genau, Hochsensiblen wird es ja immer zum Problem, ja, was die Emotionen sind. Genau. Kann ein Geschenk sein, weil wir nehmen auch die Emotionen von anderen wahr und dadurch, mhm, kann man besser helfen, besser verstehen, ist in bessere Verbindungen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn die Emotionen nicht so gut sind oder da irgendwie schlechte Energien mitschwingen, dann ist es halt das, was so belastet. Genau. Und du sagtest eben Meditation, auch das ist gar keine besondere Form, sondern einfach, nein, so Achtsamkeit, ne? Genau. Was mir hilft, vielleicht kennst du das auch oder machst es auch, ich arbeite immer total gerne mit meiner Vorstellungskraft. Mhm. Also dass, wenn ich merke, okay, ich war jetzt mit gewissen Personen zusammen oder auch nur mit einer Person oder in einer großen Menschenmenge oder so und, mhm, ich komme nach Hause und ich merke, boah, da stimmt gerade irgendwas überhaupt nicht. Also, mhm, ich bin auch mega empfindlich, wenn körperlich etwas nicht stimmt. Also diese Kombi zum Beispiel, müde, mhm, hungrig und dann auch noch gerade in negativer Umgebung, da bin ich dann sehr gereizt und, oh, erstmal, ja, muss mich erstmal so runterholen. Und da hilft mir dann zum Beispiel, also neben dem Essen natürlich von guten Sachen, wenn ich gerade hungrig bin, aber mir hilft es total, diese Energien anzusehen und zu sortieren. Und ich habe da auch vor kurzem, mhm, so ein, in meiner Facebook-Gruppe habe ich ja so eine kleine Anleitung geschrieben, was ich dann persönlich immer mache. Mhm. Und zwar gucke ich immer, ja, wie sieht meine Aura aus? Also ich stelle mir dann einfach eine Farbe vor. Mhm. Und ich sage auch mal, da muss man keine Wissenschaft draus machen oder überhaupt gar kein Problem, wenn jetzt jemand denkt, was soll ich mir für eine Farbe vorstellen? Das kann ich nicht. Es reicht einfach diese Absicht, dass man guckt, okay, was fühle ich denn? Wo, ja, ist es denn? Und ich sehe dann meistens eine Farbe für mich. Die kann von Tag zu Tag variieren. Das muss nicht immer dieselbe sein. Und dann habe ich oft das Gefühl, wenn ich was mitgenommen habe, dass da noch eine andere Farbe mit dabei ist. Und diese Farbe sehe ich dann auch bei der anderen Person, die ich mir dann vorstelle, wie sie vor mir steht oder neben mir steht. Mhm. Und gebe dann die Farbe wieder zurück zu dieser Person, dass da so eine gesunde Trennung entsteht. Mhm. Also ich kapsel mich nicht ab, sondern ich dehne dann meine eigene Farbe aus. Und jeder ist dann, schön, aber bei sich. Mhm. Das ist das, was, wenn ich das Gefühl habe, ich muss es jetzt zurückgeben. Manchmal transformiere ich das aber auch und stelle mir einfach vor, wie diese fremde Farbe durch meine Füße in den Erdboden, mhm, geleitet wird, über Wurzeln. Mhm. Und so transformiere ich das einfach, ohne das zurückzuschicken. Mhm. Und dann geht es mir auch wieder, also das ist so banal und das dauert auch keine, mhm, Minute. Man muss nur dran denken und das machen, ja. wie bei allen Sachen. Und dann geht es mir tatsächlich, mhm, schlagartig besser. Oder, mhm, einfach dieses Bewusstsein, okay, es ist nicht meins. Ja.
Das genau. habe ich irgendwo aufgenommen. Das schon allein kann wirklich hilfreich sein. Es ist nicht meins, es ist einfach wahrzunehmen und sich selber auch einzugestehen. So. Mhm. Also sich bewusst zu machen. Ich kenne das auch mit wirklich die Energie über die Füße oder beziehungsweise Beine, Füße in die Erde abfließen zu lassen. Und ich habe etwas, was mir noch sehr, sehr hilft. Das ist diese Fremdenergien, also die ich irgendwo mitgenommen habe, über Edelsteine abzugeben, weil dann meditiere ich auch ganz kurz zumindest oder stimme mich ein darauf, von wem ich etwas mitgenommen habe, also energetisch etwas mitgenommen habe und weiß dann, also meine Intuition sagt mir dann wirklich den Namen und ich schreibe den Namen auf einen Zettel und lege dann die entsprechenden Energien, die ich mitgenommen habe, in den Stein hinein. Also Steine haben nämlich die Fähigkeit, diese Energien aufzunehmen. Mhm. Und lege es dann auf, also mit Respekt natürlich, also mit auch Dankbarkeit, dass mir jemand gedient hat, auf den Zettel und gebe es damit wirklich richtig ab. Ah, ja. Und es funktioniert immer. Funktioniert immer richtig gut. Und ich habe es immer noch nicht ausprobiert. Ich habe ja schon zweimal gedacht. Macht ja nichts. Also das nächste Mal denke ich dran, ich finde das so cool. Also ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ja, ja, danke, dass du auch den Tipp geteilt hast. Total gut. Gerne. Und ist es da eigentlich egal, was man für einen Edelstein nimmt? Oder würdest du sagen, so, da gibt es so gewisse Steine, die da besser die Energien aufnehmen? Oder ist es total egal? Das ist völlig egal. Also ich habe viele Rosenquarzsteine, aber auch viele, viele andere Edelsteine. Das ist nicht ausschlaggebend. Also man muss jetzt nicht den passenden Stein für die irgendwie entsprechende Energie suchen. Ja. Sondern einfach wirklich etwas, was gerade da ist, wo dein Blick drauf fällt, dass du den nimmst und die Energie einfließen lässt und dann abgibst. Ja, wunderbar. Ich werde es ausprobieren, garantiert. Es passiert ja oft genug bei mir, deswegen habe ich wahrscheinlich schneller. Aber jeder hat ja auch vielleicht andere Methoden. Also du arbeitest mit Visualisierung. So, ich brauche an der Stelle schon noch etwas Handfestes irgendwie, aber jeder hat ja dann so seine Möglichkeiten und seine Methoden, das, was für ihn optimal funktioniert. Genau. Und das ist doch wunderbar. Ja, oder auch, hatte ich auch gerade so im Kopf, das habe ich schon sehr oft gelesen, noch nie selber gemacht, dass man das einfach aufs Papier schreibt und es dann zerschneidet, verbrennt oder wie vernichtet halt einfach. Mhm. Ne? Und dass man das damit auch abgibt. Also ich glaube, hinter allem muss einfach nur diese Absicht stecken. Genau. Es ist so banal und einfach, das sage ich, es ist bei der Tierkommunikation nichts anderes, aber wir brauchen diese Techniken, damit der Verstand es glaubt, es glauben kann. Ja. Da sind diese Hilfsmittel ideal. Ne? Und da hast du recht, also dass jeder einfach das nimmt, was ihn persönlich anspricht. Oder dass man auch probiert, das klappt besser für mich, das kann ich mir besser vorstellen, woran kann ich besser glauben. Genau, so ist das letzten Endes. Könnte das alleine die Entscheidung sein, so ich möchte etwas oder ich möchte etwas nicht. Ja, so, ganz genau. Wie du sagst, die Absicht alleine zählt. Doch unser Verstand braucht tatsächlich etwas, um hinterherzukommen, was logisch ist und doch irgendwo auch analytisch. Und letzten Endes nehmen wir dadurch ja auch die linke Gehirnhälfte mit ins Boot. So, und verknüpfen linke und rechte Gehirnhälfte miteinander. Also das Analytische zusammen mit dem eher Gefühlten. Und das ist das, was eine gute Mischung ist. Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich generell im Leben. Also, dass immer diese beiden Seiten zum Tragen kommen. Ne? Dass man, wenn man Herz und Kopf übereinbekommt, dann hat man keine Probleme. Genau. Das ist ja oft das Problem. So, der Verstand will das eine, das Herz das andere. Und immer dann kommen wir in diesen inneren Konflikt auch. Ne? Genau. Und wo wir da gerade bei sind, das passt wunderbar zu einem anderen Thema, was dich ja auch so ausmacht, sag ich mal, wo du dich auch viel mit beschäftigst. Und wo ich auch merke, das ist gerade einfach dran in der Welt. Nämlich diese weibliche Kraft und Energie. Und
es ist ja so, dass wir alle Wesen, egal ob Mann oder Frau, männliche und weibliche Energie in uns haben. Und dass es da auch nur zu Problemen kommt, wenn es da so eine Inbalance einfach gibt. Und ja, vielleicht magst du da auch was zu erzählen. Was ist für dich so die weibliche Energie? Was macht die weibliche Energie aus? Ganz große Frage. Ich versuche es mal zu beschreiben, wie das für mich ist. Ich habe das Gefühl, also dass das Weibliche gerade so wichtig wird für uns alle in der Welt. Mhm. Weil wir wirklich in einem patriarchal geprägten System leben. Und wir wissen ja, dass es auch ein Matriarchat gab davor. Ja. Also ich weiß nicht, wie lange das Patriarchat jetzt andauert, wahrscheinlich zwischen 3000 und 5000 Jahren. So, und davor gab es eine ganze Zeit lang das Matriarchat. Und ich habe das Gefühl, wir gehen wieder zurück zum sogenannten Ursprung. Und das heißt aber nicht, dass das Weibliche überwiegt in dem Sinne, sondern dass es darum geht, die beiden Bereiche, Männlichkeit, Weiblichkeit auszubalancieren, diese Pole auszubalancieren. Mhm. Und sie in jedem von uns, egal ob Mann oder Frau, zu integrieren, also zu erfahren, zu erleben in ihren Qualitäten und dadurch auch stärker in die Balance zu bringen. Mhm. Und dann kann ein Mann genauso seine weibliche Seite haben und auch sehr feinfühlig und sensibel sein und vielleicht auch sogar nah am Wasser gebaut. Und eine Frau kann genauso ihre männliche Seite sehr, sehr stark ausgeprägt haben und sie leben. Und ich halte das für einen gesunden Zustand, weil das erlebe ich an mir. Man sagt ja auch, das sind die Archetypen Anima, also für die Urweiblichkeit, und Animus für die Urmännlichkeit, mhm. dass je stärker ich sie in mir spüre und merke, wann was dran ist, in welcher Situation auch was dran ist, ob jetzt gerade gefragt ist, eher weich zu sein und weiblich zu sein oder eher männlich, straight, klar, mhm. Desto ja, besser geht es mir, weil ich dann merke, ich kann anfangen, mit diesen Seiten auch umzugehen und auch ein Stückchen weit zu spielen. Ja, ich weiß nicht, ja. Ob das so. Doch, auf jeden Fall. Also, das macht für mich total Sinn. Also, ich habe auch gerade die ganze Zeit das Yin-Yang-Symbol, ja, so vor. Genau. Und darum geht es ja. Total. Ja, und ich habe das auch bei mir erlebt. Da habe ich witzigerweise gerade total viele Themen aus meinem zweiten Buch auf. Fällt mir gerade so ein, denn da habe ich ganz viel über diese weibliche Energie geschrieben, weil ich fast Zeit meines Lebens in dieser männlichen Energie sehr, sehr stark unterwegs war. Und es gab dann einen krassen Wendepunkt, darüber habe ich halt so intensiv geschrieben, und es war wirklich heftig für mich, in das Weibliche zu gehen, und habe aber gemerkt, dass als ich diese ganzen Blockaden dahin überwunden hatte und mich wirklich in diese weibliche Energie habe auch fallen lassen, dass auch in dieser weiblichen Energie unglaublich viel Kraft und Schöpferqualität steckt. Denn in all dieser, in dieser Phase der Weiblichkeit, das brauchte ich, um zu wachsen. Also man denkt, oder ich dachte immer, dass nur das Männliche so, ja, schöpfen kann. Also dass so dieses Erschaffende ist, weil das Männliche ist ja dieses Aktive, ich handle, ich erschaffe etwas, mache das dann sichtbar. Aber diese weibliche Zeit ist halt unglaublich wichtig, um das alles zu erhalten, an Eingebungen, an diesen ganzen Schöpfungen überhaupt einen Ausdruck verleihen zu können. Und ich merke jetzt diese Balance zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit macht mir mittlerweile richtig Spaß, weil das mit dem Weiblichen, das ist immer wieder eine Überwindung. Ich hatte ja vor kurzem auch wieder eine Erkältung, und das ist für mich immer das Zeichen, okay, ich war zu lange in der männlichen Energie einfach unterwegs, weil handeln, 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 und das macht mir auch immer total Spaß, wenn ich merke, diese männliche Seite ist wieder dran. Und wenn meine Seele dann leise anklopft und sagt, okay, Sarah, ne, schalt mal einen Gang runter, jetzt mach einfach mal gar nichts, keine neuen Projekte, entspann dich einfach, sei einfach, genieß den Moment. Das ist immer so eine kurze Überwindung, aber wenn ich mich dann reinfallen lasse, ist es so qualitativ hochwertig, und dann merke ich, irgendwann habe ich so wahnsinnig tolle Inspirationen, die ich dann wieder ausleben kann. Mhm.
Ja, und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, sich diese Zeit dann auch zu nehmen, auch die Erlaubnis, oh ja, diese Erlaubnis zu geben, in das Sein, einfach nur, also sagen, lässt sich so einfach sagen, einfach nur einzutauchen in das Sein und letzten Endes in die Hingabe an das, was gerade nötig ist. Und es kann nach außen hin aussehen wie Stagnation, wie ein Leerlauf. Aber innen, in uns, kann so, so viel passieren an Integration, an Inspiration. Und dann, finde ich, ist die Weiblichkeit aber nicht nur dieses Hingabefähige, sondern Weiblichkeit kann für mich auch sehr straight sein, auf eine andere Art und Weise als in der klassischen Männlichkeit. Also in der Schöpferkraft, in der weiblichen Schöpferkraft, ist da genauso eine Klarheit, vielleicht anders in der Qualität, aber auf jeden Fall schon auch in der Klarheit, die nicht nur mit diesem empfangenden und klassisch Hingabe-Starken zu tun hat. Weißt du, wie ich das meine? Ja, kann ich total greifen. Bevor wir da näher einsteigen, vielleicht denkt sich der ein oder andere Zuhörer jetzt, was reden die da eigentlich? Was ist denn weibliche und männliche Energie überhaupt? Was ist denn dieses, ne? Weibliche Kraft, männliche Kraft? Wir haben ja schon viele Begriffe, ne? Du hattest Hingabe gesagt, empfangen und das Männliche, das Aktive. Vielleicht magst du das einfach nochmal in deinen Worten wiedergeben. Was bedeutet für dich weibliche Energie oder was macht es aus und was macht die männliche Energie aus? Also ganz klassisch würde ich sagen, dass das Weibliche schon eher mit einer Empfänglichkeit zu tun hat, mit einem Ausgedehntsein nach allen Seiten hin, auch etwas, was Leben hütet und erhält, schützt, und auch tatsächlich mit der Hingabe zu tun hat, mit einem Mitfließen. Ich würde auch sagen, irgendwie der Flow-Zustand ist so etwas sehr Weibliches. Man nennt ihn ja auch den Yin-Zustand. Und das klassisch Männliche zumindest ist für mich eine Zielgerichtetheit, eine ganz starke Klarheit, eine Handlungs- oder Aktivität. Orientierung, die ein ganz klares Ziel vor Augen hat und das Schritt für Schritt umsetzt, ohne jetzt zu viel nachzudenken darüber und noch anzuhalten, sondern wirklich sehr zielgerichtet etwas umsetzt. Ja, auch eher so aus dem Verstand geprägt, ne? Logische Schritte. Eher die linke Gehirnhälfte aus dem Verstand, genau, ja. Eher aus dem Analytischen, aus dem... Genau. Logischen, wie man so schön sagt. Ja, genau. Und was man ja beobachten kann ist, oder das habe ich beobachtet, dass solche Burnout-Zustände, sage ich mal, die entstehen ja meistens dadurch, dass wir zu viel in dieser männlichen Energie unterwegs sind. Oder auch Begriff Emanzipation. Ne? Also ich glaube, das ist immer ein Problem, wenn wir zu viel leisten wollen. Oder dann kommen auch wieder die Glaubenssätze zum Tragen. Ne? So diese unterschwelligen Sachen, die uns antreiben, dass wir denken, okay, wir sind nur etwas wert, wenn wir etwas leisten. Ne? Oder solche klassischen Sachen wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder ne? Entspannen ist was für Faule oder weiß nicht. Also das kann ja so viele negative Prägungen für uns haben, dass wir uns dazu getrieben fühlen, auch durch das Schulsystem und so weiter, dass Leistung belohnt wird. Genau. Ja, und damit arbeitest du ja auch, oder? Also so mit Burnout-Patienten. Genau. Und es ist tatsächlich dann mehr das Männliche aktiv. Und ich selber hatte auch eine Burnout-Erfahrung. Ja, okay. Es ist ja ganz häufig so, dass man selber ein bestimmtes Thema für sich erstmal bearbeitet und integriert, bevor man dann mit anderen arbeitet und sie entsprechend gut begleiten kann in diesen Bereichen. Und ich kann auf jeden Fall bei mir sagen, dass das Männliche überwogen hatte. Also weil ich auch in der Schifffahrt tätig war, also auch noch eine Männerwelt und da auch in einer Männerdomäne quasi tätig war,
in dem Bereich und sehr, sehr stark meine Männlichkeit gelebt habe. Ja. Also das, was du gerade gesagt hast mit erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das war so, glaube ich, ein ganz, ganz starker, auch familiärer Glaubenssatz, der dazu geführt hatte, und auch das Karriere-Denken. Und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel geleistet und bin dann ständig über meine Grenzen gegangen, um dann irgendwann innehalten zu müssen auch. Ja. Und dann erst mir alles anzugucken, was mit dieser Disbalance zu tun hatte. Ja, und wie hat sich das bei dir geäußert, wenn ich da gerade mal einhaken darf? Also du sagst, irgendwann, also du bist immer wieder über deine Grenzen hinausgegangen. Mhm. Und was hatte das bei dir für Auswirkungen? Also meistens fängt dann ja auch der Körper oder erstmal fängt die Seele an zu sprechen und es wird immer lauter. Wie war das bei dir persönlich? Naja, ich habe diese Stimme, also ich würde auch sagen, die Stimme des inneren Kindes, also ich arbeite auch viel mit dem inneren Kind, ich habe sie nicht mehr gehört. Also natürlich hat das innere Kind immer wieder angeklopft. Also man könnte auch sagen, meine Herzensstimme hat sich immer wieder gemeldet. So, aber ich habe sie nicht gehört, weil sie einfach zu leise war. Die Stimme des Verstandes und der Leistung war einfach zu groß. Und ich habe das lange, lange, lange Zeit nicht gehört, bis irgendwann tatsächlich körperliche Erscheinungen von Erschöpfung eingetreten sind und ich irgendwann einfach nicht mehr aufstehen konnte. Okay. Also, also mein Körper hat mich dann quasi komplett lahmgelegt und dann musste ich etwas anders machen. ich hingucken. Ja. Musste ich auch die Stimme des inneren Kindes, ich sage das jetzt wirklich einfach mal so, oder die Bauchstimme, einfach auch angucken, wahrnehmen und habe dann auch angefangen aufzuräumen. So, aber erstmal war wirklich dieser Punkt, es ging gar nichts mehr. Und das äußert sich bei jedem vollkommen unterschiedlich. Manche bekommen einen Tinnitus, einen Hörsturz. Andere bekommen Herzrhythmusprobleme, andere schon haben etwas Richtung Schlaganfall oder du hast ja auch von deinem Erlebnis erzählt, also das schwächste Organ reagiert dann und ist einfach ein Warnsignal so für das Erwachen letzten Endes. Ein Zeichen für das Aufwachen, so hier, das kannst du nicht mehr übersehen und ignorieren, guck hin. Genau, ja, und er spricht halt die Seele oder das innere Kind, was du sagtest, und wenn wir das nicht hören, und ich glaube, es geht halt sehr, sehr vielen Menschen so, dass unser Umfeld so laut ist und wir uns ständig ablenken, ne, oder also uns betäuben regelrecht und das dann einfach nicht mehr wahrnehmen, und irgendwann kommt der Körper oder die Seele, die dann über den Körper anklopft und sagt, hey, schau mal hin. Genau. Und bei mir war es tatsächlich auch das, also ich, als ich noch im Büro war, was ja so alles schön und gut war, aber ich kann mich erinnern, dass ich dann auch plötzlich eine Hausstaubmilbenallergie entwickelt habe, die sich bei mir so bemerkbar macht. Die habe ich heute übrigens nicht mehr. Also ich habe die zeitweise noch, wenn ich nämlich zu sehr in meine männliche Energie eintauche. Und zwar hat sich das so geäußert, dass ich einfach keine Luft mehr durch die Nase bekommen habe. Also wie so eine Dauererkältung, ohne dass mir die Nase lief, aber ich hatte die Nase voll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig, genau, auch so spricht der Körper wieder. Und bei mir geht heute noch die Nase zu, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eingeengt, ich habe nicht so, also nicht genug Freiraum, ich kann mich nicht frei entfalten. Und das war auch damals dieser Zustand. Und dann wird es eigentlich Zeit, hinzugucken. Bei mir war es jetzt die Erkältung, wo ich auch dachte, okay, ja, verstanden. Ja, war ein bisschen zu viel. Jetzt gehen wir wieder in diese weibliche Phase. Lass dich fallen, gebe dich hin, vertraue dem Moment. Und weibliche Energie hat ja auch viel mit dem Leben vertrauen, ne? Dieses Urvertrauen zu tun. Und ganz, ganz viele Menschen haben das ja nicht. Also ich muss sagen, ich bin komplett ohne Urvertrauen aufgewachsen, weil auch sämtliche Situationen in meiner Säuglingszeit, in der Kindheit dazu geführt haben, dass es mir einfach genommen wurde. Auch was du sagst, aus sehr gutem Grund. So wie du deinen Burnout hattest, du hast es überwunden, du hast aufgeräumt und kannst jetzt heute Menschen helfen, die in einer ähnlichen Situation stecken, wie du gesteckt hast. Und auch bei mir
musste das passieren. Ich habe heute mein Urvertrauen wieder. Das war auch ein Prozess, aber jetzt kann ich anderen Menschen den Weg dahin zeigen. Ne, und vielleicht fühlen sich jetzt viele auch angesprochen, die denken, ja, stimmt, ach ja, männliche Energie und mein Körper hat auch schon gesprochen. Was würdest du diesen Menschen raten? Also wenn man merkt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ich fühle mich irgendwie immer unwohl oder der Körper klopft an. Was ist so dein Tipp? Also da ich meinem Burnout sehr, sehr dankbar bin dafür, dass er angeklopft hat oder dass ich vieles ändern konnte, würde ich aber trotzdem jemandem empfehlen, nicht so weit gehen zu müssen, sondern vorher schon drauf zu achten, also auf die Symptome, sogenannten Symptome oder Zeichen des Körpers zu achten. Und ich würde sagen, es hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Schon wieder Achtsamkeit. Ich finde, das ist etwas, was immer wichtiger wird in der heutigen Zeit, wirklich so schnelllebig ist und wir ständig neue Dinge präsentiert bekommen und auch, ob das jetzt die Werbeindustrie ist, die uns wirklich mit vielen, vielen Verlockungen und Angeboten auf ihre Seite ziehen möchte, würde ich sagen, es ist die Achtsamkeit und auch wenn man selber aus unterschiedlichen Gründen, weil man eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur hat, nicht hinterkommt, sich nicht reflektieren kann, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn man merkt, da habe ich ein Wehwehchen und da ist etwas aus der Balance geraten, ist es völlig in Ordnung, auch Menschen, die sich damit auskennen, in Anspruch zu nehmen, zu kontaktieren und sich spiegeln, also sich helfen, sich unterstützen zu lassen. Ja. Um nicht alleine da irgendwo durchzugehen, weil teilweise haben wir unsere blinden Flecken. Und das habe ich genauso. Ich kann das bei anderen, ich kann viele Dinge bei anderen sehr, sehr gut sehen, aber ich habe meine blinden Flecken. Und dann ist es gut, wenn ich jemanden in Anspruch nehme, der mich spiegelt, der mir sagt, so du, guck mal, da solltest du wirklich vorsichtiger und achtsamer und sorgfältiger mit dir umgehen. Und das ist das, was ich in erster Linie empfehlen würde. Ja, absolut. Also sich auch trauen oder auch, da haben ja auch viele diese Glaubenssätze, ich muss es alleine schaffen. Genau. Ne? Mir darf keiner helfen, aber nee, das ist Quatsch. Also dafür gibt es ja solche Menschen wie auch dich, ne? Die solche Menschen. Oder dich. Genau. Dass man halt diese Menschen da auch hindurch begleitet einfach. Ja. Und ich merke das auch nochmal zurück zum Thema Achtsamkeit. Du hast recht, also diese Schnelllebigkeit, das ist auch das, was krank macht, was halt einfach dazu führt, dass wir unsere innere Stimme nicht mehr hören, weil es überdeckt wird, weil es zu laut um uns herum ist. Und ich bin der Überzeugung, dass sobald wir unserer inneren Stimme nicht mehr folgen, dann wird es kritisch. Dann sind wir unglücklich oder körperlich passiert irgendwas. Also unsere Seele will uns immer wieder zurück auf den Plan rufen, sozusagen. Und ich merke auch, dass Achtsamkeit eine riesige Rolle spielt, auch was das Stress oder den Stresslevel anbelangt. Denn an Tagen, also wenn ich eine volle To-Do-Liste habe wie heute, heute hatte ich ganz, ganz viel auf dem Zettel, so viel wie schon lange nicht mehr. Aber jetzt gerade merke ich das gar nicht, weil jetzt, ich spreche gerade mit dir und alles andere ist gerade gar nicht präsent. Ich hatte aber heute Morgen einen Punkt, wo ich gemerkt habe, oh Gott, das musst du machen, das. Und dann bin ich am Plan. Und ich merke immer, wenn ich halt raus aus dem Hier und Jetzt komme und an gestern denke oder an das muss ich noch tun, dann habe ich Stress. Aber auch wenn meine To-Do-Liste riesig ist für den Tag und ich aber ganz achtsam bin, dann bin ich völlig entspannt. Ja, also es hat immer damit zu tun, wie sehr bin ich gerade im Moment. Auch andersrum, also wenn ich nur 2 Punkte auf meiner To-Do-Liste habe, aber wenn ich mich so stresse gedanklich und schon an nächste Woche und dann den Geburtstag übernächste Woche denke, dann habe ich auch Stress. Obwohl eigentlich, ja, gar kein Grund dafür besteht. Das sind halt auch wieder die Gedanken, die wandern und uns in diesen Stressmodus erst versetzen. Ne? Genau. Und ich finde, dann sind wir auch wirklich mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nicht in dem Moment. Also nicht in dem Hier und Jetzt, in dieser Präsenz, in der
man nichts tun muss letzten Endes und auch wirklich in dem Urvertrauen ist. Ja. Also das ist eigentlich tatsächlich dieser Zustand des Urvertrauens. Ja, im Hier und Jetzt, weil jetzt, genau. In diesem Moment ist alles gut. Genau. Na, und ich liebe diesen einen Spruch. Ich glaube, ich werde ihn wahrscheinlich noch mehrmals raushauen in meinem Podcast. Und hoffe, ich nerve euch nicht damit, aber ich muss den so oft denken, diesen Satz. Und zwar ist es, die meiste Energie verschwendet der Mensch damit, sich Gedanken um Dinge zu machen oder um Probleme zu machen, die niemals auftreten werden. Ne, dass man immer schon weiter ist und denkt, und was ist, wenn das passiert? Und man macht sich so einen Stress und letzten Endes völlig umsonst. Mhm. Und hast du an der Stelle vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie man achtsamer durch den Alltag gehen kann? Also was kann man aktiv tun, um wieder achtsamer zu sein und gar nicht erst in diesen Modus zu kommen, an gestern oder an morgen zu denken? Mhm. Ja, also ich habe nämlich selber gerade heute so eine Situation gehabt, dass ich zur Bank unterwegs war und mein Fahrrad vor mich hingeschoben habe und auch mich dabei beobachtet habe, wie so diverse Gedanken aufkamen, so das hast du noch nicht gemacht und das hast du noch nicht gemacht, und ich dann gedacht habe, okay, wenn ich jetzt schneller gehe und etwas schneller erledige, werde ich trotzdem nicht schneller sein in dem Sinne und würde mich in so eine Stressspirale hineinbegeben. Mhm. Und ich habe dann gedacht, okay, ich habe mir selber gut zugeredet. Gesagt, so ähnlich in dem Sinne, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so, eigentlich so einfach. Und habe wirklich meine Schritte sehr bewusst gesetzt, also wie so eine kleine Gehmeditation draus gemacht. Und während alle möglichen Leute um mich herum gewuselt haben und die Bank war auch total voll, ich gedacht, nee, ich lasse mich nicht davon beeinflussen, sondern ich bleibe bei mir und gehe so achtsam und langsam, wie es mein Körper gerade braucht. Mhm. Also das lässt sich trainieren, das kann ich auch nicht immer. So, aber ich übe es wirklich, immer wieder in meinem Körper richtig zu sein und auch wahrzunehmen, was mein Körper gerade für ein Tempo braucht. Und manchmal ist es wirklich schneller und manchmal ist es langsamer. Und dann darauf zu achten, wäre zum Beispiel ein Tipp. Ja. Oder auch wirklich sich selber gut zuzureden, wie auch mit der Seele zu sprechen, könnte man sagen. Und sagen, hey, das ist jetzt nicht nötig, gerade noch schneller zu sein. Mhm. Meistens passieren dann in der Zeit auch entweder irgendwelche Unfälle oder kleine Unregelmäßigkeiten, sondern also zu üben, in dem Augenblick zu sein, durch Präsenz, aber auch durch in den Körper hineinzuspüren, was er gerade braucht. Genau, also einfach auch liebevoller mit sich sein. Ja. Das ist auch so ein Riesenthema. Genau. Total, also die Selbstliebe wieder, das Selbstwertgefühl. Und was mir auch noch hilft, muss ich gerade dran denken, also gerade wenn ich wirklich viel auf dem Zettel auch habe, also gedanklich, dann hilft es mir total, das auf einen Zettel zu schreiben oder auch in den Laptop einzutippen, wenn ich gerade am Laptop sitze. Und weil dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Dann weiß ich, es steht irgendwo, ich kann es nicht vergessen. Und dann denke ich, okay, und jetzt mache ich nur das. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, das vielleicht auch als kleinen Tipp, immer wenn ich halt mit unserer Hündin spazieren gehe und ich merke, oh, jetzt denke ich an das und an das und das muss noch erledigt werden oder so, dann sage ich immer, nein, stopp, du gehst jetzt nur spazieren. Mhm. Und dann genieße ich diesen Moment, also ich rieche die Luft, ich atme tief ein, ich gucke, wie fühlt sich der Boden unter meinen Füßen an. Also halt eigentlich auch eine Gehmeditation, ne? Und schau einfach, was ist jetzt gerade? Was fühle ich? Und dann bin ich echt in so einem Flow-Zustand. Und das sind auch die Momente, wo ich dann auf einmal Geistesblitze habe. Neue Projekte oder irgendwelche Namen für Sachen, ne? Wo ich mir irgendwie den Kopf zerbreche und zermartere und dann auf einmal ist es da, weil dieser Raum da ist. Und es ist ein Training, oder? Wie erlebst du das? Auf jeden Fall. Und auch etwas, was mit Loslassen, mit bewusstem Loslassen zu tun hat. Also wir können es nicht machen. Das ist irgendwie eines der schwierigsten Dinge überhaupt, wenn es auch Seminare gibt zum Loslassen.
man kann es nicht vom Kopf her machen, sondern auch da zählt wieder die Absicht, die Bereitschaft, okay, ich gebe mich jetzt hin, ich lasse jetzt los, ich gebe mir die Erlaubnis jetzt dafür. Und wenn man das tut und wirklich loslässt, dann entsteht tatsächlich ein völlig neuer Raum, in dem neue Kreativität aufkommt, spürbar wird und, wie du sagst, auch ganz viel Inspiration auftaucht für zum Beispiel neue Projekte. Genau. Oder auch eine Eingebung gerade, was nötig ist, was gerade dran ist. Das kann auch mit einem anderen Menschen zu tun haben, um einen Anruf zu tätigen oder auch einen Brief zu schreiben. Ja. Das dann plötzlich einfach da ist. Ja, ganz genau. Also das erlebe ich auch fast jeden Tag. Also ich übe mich halt auch darin, in der Hingabe. Und ich finde es immer wundervoller. Und das passiert auch automatisch, wenn man so sein Urvertrauen stärkt, dass man immer mehr an die Hingabe ist. Das macht vielen Menschen auch Angst. Ja, das stimmt. Ne, diese, was heißt denn Hingabe? Mhm. Ne? Aber wenn man wirklich in der Hingabe ist, dann ist man im Flow und dann fühlt sich das. Es geht gar nicht anders, als dass man sich wundervoll fühlt. Mhm. Und dann fliegt ein das im richtigen Moment zu. Ich mache zum Beispiel auch meine Buchhaltung so. Oder richte, ich habe jetzt ja gerade das Bürozimmer, weißt du, ja, wir haben ja getauscht. Mila, unsere Tochter, hat das größere Zimmer bekommen oben. Und das Büro ist jetzt im kleineren Zimmer. Und früher hätte ich das auf Biegen und Brechen durchgezogen. So, ne, weil ich Unordnung auch ganz schlecht abkann. Das kenne ich auch und das geht vielen Hochsensiblen übrigens so. Ja, ja, und ich brauche auch mal diese Aufgeräumtheit, um in mir aufgeräumt zu sein. Und früher hätte ich das dann durchgezogen, aber heute weiß ich, es geht mir viel, viel besser, wenn ich das dann, das war jetzt, glaube ich, sogar anderthalb Wochen, sah das total chaotisch aus. Und ich warte dann wirklich auf diesen Moment, bin im Flow quasi und auf einmal denke ich so, das war übrigens heute Morgen der Moment, wo es auf einmal Klick gemacht hat und ich denke, oh, jetzt habe ich richtig Bock und jetzt macht es Spaß. Und dann bin ich so richtig drin und weiß auf einmal, wo was hin soll und so gestalte ich den Alltag, das übe ich auch und gehe immer mehr da rein. Und so wechselt sich halt dieses Männliche und Weibliche auch ab. Genau. Das Weibliche brauchen wir, um diese Inspiration zu bekommen, was ist als nächstes dran? Und dann ist wieder dieses Männliche, dieses Umsetzen gefragt. Ja, und also ich übe es auch, dass ich nicht aus dieser Pflichtenergie heraus etwas tue, sondern dass ich das aus der Freude heraus mache, aus der Leichtigkeit, weil ich gerade inspiriert bin und gerade eine Eingebung bekommen habe, etwas Bestimmtes zu tun. Und dann mich der Männlichkeit oder der männlichen Energie bediene, um etwas umzusetzen, um in die Aktion zu gehen. Total, ja. Ja, schön, dass du das nochmal sagst. Genau, das habe ich auch gelernt. Ich hatte früher, das ist auch noch gar nicht so lange her, ich glaube, vor 2-3 Jahren habe ich das auch noch so gemacht, dass zum Beispiel hatte ich auf einmal Lust, die Buchhaltung zu machen. Was Lust, halt überhaupt wow. Ja, total. Also es ist so oft gar nicht mein. Nein, so weit würde ich jetzt nicht. Also Buchhaltung, das ist für mich immer so das. Ich habe das ja auch so ein bisschen gelernt in meiner Ausbildung zur Bürokauffrau und so weiter. Also ich kann das, es macht mir aber nicht die meiste Freude an meinem Job, gehört dann irgendwie dazu. Und ich habe aber dann Tage gehabt oder mit Aufräumen, das ist genauso, oder mal so das Bad richtig zu putzen oder so. Und früher war das immer so, dann hatte ich da total Lust zu, aber ich hatte was anderes auf meiner To-Do-Liste, auf der mit dem Kopf erstellten To-Do-Liste. Mhm. Und dachte ich, ja nee, heute passt es nicht, aber es ist ja total toll, dass ich jetzt Lust habe, dann mache ich das morgen, weil morgen habe ich ein Zeitfenster. Ja, jetzt weißt du schon, was passiert ist. Am nächsten Tag hatte ich überhaupt keine Lust mehr. Und jetzt versuche ich wirklich, das auch zu nutzen, was du eben gesagt hast. Und wenn ich dann total Lust habe, etwas zu tun, wie Aufräumen, Buchhaltung oder sowas, dann nutze ich das. Also egal, ob ich Zeitstress habe, also es geht sich dann immer, ja, also es kommt dann immer hin mit der Zeit und es geht mir dann total leicht von der Hand. Und es kommt was viel Produktiveres bei raus, als wenn ich das aus dem Kopf heraus mache, weil ich denke, jetzt ist es sinnvoll. Ja, das ist einfach eine andere Haltung und ich habe auch festgestellt, dass die besten Projekte dann aus der Leichtigkeit heraus entstehen und nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt tun oder aus welchen Gründen auch immer, sondern wenn es aus der Leichtigkeit heraus ist. Und ich habe jetzt gerade noch gedacht, das ist eigentlich ja unser Ursprung. Es ist eigentlich so ein kindliches Bewusstsein, weil wenn wir da, ich meine, du hast ja eine kleine Tochter, und sie sind permanent in diesem Zustand. Ja. Sie sind nur in diesem Flow.
Also ja. Da ist irgendwie, da werden so viele neue Synapsenverbindungen gebildet. Die sind permanent in diesem euphorischen so, oh, ist das toll und oh, ist das toll. Und letzten Endes ist das wie so ein Training, dass wir wieder zurückgehen in diesen kindlichen Leichtigkeitsfreude-Bewusstseinszustand. Ja, absolut. Und man kann so viel lernen von den Kindern und auch von den Tieren einfach, weil die sind komplett im Hier und Jetzt und lassen auch die Emotionen einfach zu. Ja. Ne? So im ersten Moment ist es die Euphorie, im nächsten Moment ärgert man sich, dann wird das total ausgedrückt und zwei Minuten später ist die Welt wieder in Ordnung und man kriegt einen Lachanfall oder man fließt und man denkt nicht so viel, sondern genießt auch den Moment. Da kann man sich sehr, sehr viel abschauen. Ja, und da gibt es auch keine Wertung in Bezug auf Traurigkeit, Freude, sondern es ist alles ein Fließen, also dass ein Kind dann ja auch mal traurig wird, wenn er zum Beispiel abgewiesen wird, wenn jemand nicht mit einem spielen möchte, da als Beispiel, und man kurz traurig ist und auch vielleicht sogar weint und sich da völlig hingibt und sich fallen lässt in dieses Gefühl und dann fließt es auch weg. Also dann ist es wieder weg und es verändert sich schnell wieder und dann kann das Kind oftmals auch vielleicht schnell wieder lachen oder hat eine andere Idee gerade. Und das finde ich so schön, was wir uns wirklich abgucken können. Ja. Also dieses Fühlen auch wirklich anzunehmen, was gerade da ist. Genau. Ohne Wertung irgendwie, das ist jetzt Traurigkeit, so doof irgendwie und das ist jetzt Freude, toll. Ja, genau. Ich sage ja auch immer so, Emotionen sind absolut neutral. Ja, jetzt haben wir schon das letzte Thema aus meinem Buch aufgegriffen. Das ist echt total witzig. Ohne das vorher abgesprochen zu haben, ja wirklich. Also da geht es ja eben genau darum, dass Emotionen wertfrei sind. Also wir geben den Stempel. Ja, ne? Positiv, negativ. Und das ist es halt nicht. Und was ich auch so propagiere, also was mein Herzenswunsch ist, in die Welt zu bringen, an alle Mamas und Papas, die jetzt auch vielleicht zuhören. Also dass man halt wirklich auch das Kind darin unterstützt und ihm zeigt, ich liebe dich so, wie du bist. Und es ist okay, diese Emotionen zu haben. Und weil das sind auch so Dogmen, die wir übernommen haben, ne, dass man dem Kind sagt, ach, deswegen musst du doch nicht traurig sein, das ist doch nicht schlimm. Oh, ja. Ne? Also, dass man einfach sagt, ja, ich verstehe das und es ist auch völlig okay und das Kind dann darin zu begleiten und da rauszuholen und dann ist auch wieder alles gut. Also, dass man wirklich lernt, diese Emotionen einfach fließen zu lassen, weil dann kommt im nächsten Moment eine neue Emotion. Genau. Und wie die Kinder das Leben, so dieses absolut Wertfreie, das macht auch Lebensglück aus. Ne? Und wenn wir halt, was wir ja machen oder dazu neigen, wir haben eine negative Emotion und sagen, oh, das will ich nicht haben. Ich lenke mich jetzt ab. Ich ziehe mir einen Film rein. Ich esse übermäßig Süßkram oder so. Oder ich rufe jetzt eine Freundin an. Oder emotionales Essen, ja. Ja, genau. Ich lenke mich ab. Und was dadurch passiert ist, wir sammeln halt so ein Gefühlefass an, das irgendwann in die Luft gehen muss. Ja, oder sich auf die Organe legt oder wie auch immer. Energie. Emotion, ne? Motion in Bewegung, Energie will fließen halt einfach. Genau, definitiv. Und dann gibt es ja auch immer so schöne Tabu-Emotionen, ob das jetzt Scham ist oder Neid oder auch Wut. Also, ne? Und gerade wir Frauen dürfen das ja am besten nicht sein. Und dabei ist es einfach nur eine Emotion oder ein Gefühl, was einfach Ausdruck finden möchte, was angenommen werden möchte, ohne Wertung. Genau. Und dann sind wir ganz, weil in uns steckt halt alles. Genau. Und ja, Probleme entstehen immer, wenn wir Teile abspalten oder halt bewerten, uns verurteilen, uns ablenken, sondern einfach alles fließen lassen. Genau. Was dann wiederum zu dem Weiblichen gehört. Genau, dass alles sein darf. Ja, ganz alle genau. Gefühle dürfen sein. Mhm. Ja, total schön. Ja, vielen Dank für die ganze Inspiration und den Input. Und ich würde dir jetzt langsam so zum Ende noch ein paar Fragen stellen. Keine wilden, keine großen. So ist. Wir haben jetzt über so viele interessante Themen gesprochen, aber ist egal eigentlich um welches Thema. Aber hast du vielleicht ein Buch, welches dich total inspiriert hat? Vielleicht auch zwei Bücher, wo du sagst, boah, das war für mich so ein Must-Read. Ja. Eins ist auf jeden Fall von Viktor Frankl, von auch einem Logotherapeuten, wie ich es bin, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er selber hat es geschrieben,
als er seine ganze Familie im Konzentrationslager, ich weiß nicht, ob in Auschwitz, ich glaube in Auschwitz, verloren hat. Ja. Und dennoch kein Groll hegte auf die Nazis und diejenigen, die seine Familie umgebracht haben, sondern trotzdem immer noch ein Ja zum Leben hatte. Ja. Und das hat mich so inspiriert und so bewegt und berührt. Das ist das, was ich auf jeden Fall als Empfehlung geben würde. Wow, ja. Okay, das kenne ich noch gar nicht, klingt aber wirklich ja sehr berührend. Mhm. Allein ja der Titel trotzdem, ja, ist total stark. Also das werde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes setzen, so dass das gefunden werden kann. Mhm. Genau, und ja, noch eine Frage. Und zwar, stell dir mal vor, du hättest jetzt sagen wir mal, 1-2 Minuten Zeit und du wüsstest, die ganze Menschheit, die ganze Welt würde dir zuhören. Also egal über Fernsehen, Social Media, Facebook, wow, was auch immer. Stell dir vor, alle würden kurz innehalten und dich anschauen. So, was wäre deine Botschaft für die Welt? So ganz deine Kernessenz von deinem Leben. Es wären tatsächlich 2. Ja, gerne auch 2. Oh Gott. Das eine ist, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist, sich zu erlauben, zu fühlen, also wirklich wieder die eigenen Gefühle zu entdecken, nicht zu bewerten, nicht zu entwerten, nicht zu unterdrücken, sie mit irgendetwas abzulenken, mit Essen, wie auch immer, wirklich wieder dem Gefühl Raum geben und sich immer wieder zu erlauben, zu fühlen. Mhm. So, das ist das eine. Ja, sehr schön. Und das andere ist, dass wir von einem Ich, von einem alleinigen Ich, wird ganz häufig Einzelanstrengung genannt, weggehen, wieder oder hingehen besser zur Gemeinschaft, zu einem Wir, dass es um Co-Kreation geht, dass es nämlich möglich ist, ein Sowie als auch die Bedürfnisse von dem einen Menschen mit den Bedürfnissen eines anderen zu verbinden, dass beide auf ihre Kosten sozusagen kommen, dass beide gesehen werden, dass sie es umsetzen können und dass da eine Art Tanz draus entsteht. Also die Kraft der Gemeinschaft auch wieder zu leben, das ist etwas, was ich als Sehnsucht in mir habe, was ich auch schon lebe teilweise. Und ich wünsche mir das ja für die gesamte Menschheit, dass es wieder zu einem Wir, dass die Menschen sich selber nicht abgetrennt voneinander fühlen, sondern dass sie sich als Teil eines großen Ganzen sehen, und anfangen, sich wieder verbunden zu fühlen miteinander. Ja. Weil dann würden nämlich sich viele, viele Probleme von alleine erledigen, weil man sich als Teil eines großen Ganzen begreift. Und zum Beispiel auch, dann würde ich wissen, dass wenn ich dir weh tue, dann tue ich auch mir selber weh. Ja. Oder wenn ich dir etwas Gutes tue, dann tue ich mir selber etwas Gutes. Ja. Ja, das ist so schön. Du sprichst mir gerade total aus dem Herzen, weil das ist auch das, was ich als Sehnsucht in mir habe und spüre, dass es kommt. Und das ist auch wieder dieses Weibliche zurück zum Ursprung. Wir verbinden uns weg von Konkurrenzdenken oder all das. Genau. Oder weg von Führung, also im hierarchischen Sinne, so ich habe jetzt das Sagen als Einziger, sondern dass immer der führt, der gerade die meisten Kompetenzen hat. Mhm. Dass es so ein Wechsel ist. Und was du sagst, das ist halt so wichtig zu verstehen, dass wir nicht getrennt voneinander sind, sondern das, was ich gebe, gebe ich auch mir selber und andersrum. Genau. Ja, sehr schön. Total schöne Botschaften. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt viele Menschen gibt, die zugehört haben, die sagen, ach Mensch, die Lydia, die ist so toll, das hat mich so inspiriert, was sie gesagt hat. Und mit der würde ich gerne irgendwie Kontakt aufnehmen. Für diejenigen, sag doch einmal, wo kann man dich finden? Also ich habe meine Praxis in Bremen, in Schwachhausen. Und kann ja meine E-Mail-Adresse bzw. Webseite nennen. Ja, gerne. Das ist www.logotherapie
www.bremen.com. Mhm, okay. Und es darf mich gerne jeder kontaktieren und wer Unterstützung braucht oder Begleitung braucht, ja, dem gebe ich gerne meine Unterstützung oder ja. Kompetenz weiter. Wunderschön. Ja, ich kann Lydia nur wärmsten Herzens empfehlen. Und genau, ich verlinke auch deine Website neben der Buchempfehlung auch nochmal in den Shownotes, sodass es auf jeden Fall gefunden wird. Und du bist ja auch auf Facebook zu finden. Genau. Ne, kann ich auch gerne nochmal deine Facebook-Seite mit in die Shownotes packen, ne? Wer dir folgen möchte. Genau. Ja, das war ein sehr, sehr schönes, inspirierendes Gespräch. Und dafür herzlichen Dank, auch herzlichen Dank für dein Sein, für dein Wirken, was du hier in die Welt gibst, für deine Begleitung, für all die Seelen, die Menschen, die hier gerade so wandeln. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich und auch für deine Begleitung jetzt in dem Podcast. Es hat mich sehr, sehr gefreut, über vieles zu sprechen, was mich bewegt. Ja, sehr schön. Danke. Und das war es auch schon, das wundervolle Interview und ja, das schöne Gespräch einfach, was ich mit Lydia führen durfte. Und ich hoffe nun sehr, 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 dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest. Und wenn dir das Interview gefallen hat und wenn du jemanden kennst, den das vielleicht auch bereichern kann, dann teile es sehr gerne, schicke es weiter. Und ich würde mich einfach riesig, riesig freuen, wenn du mir hilfst, all das in die Welt zu tragen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, es ist jetzt an der Zeit, dieses Wissen zu verbreiten und jeden Menschen an sein Licht zu erinnern, sein volles Potenzial zu leben, die Herzen der Menschen zu öffnen. Und du würdest mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du die Folge teilen magst. Und alle Links und Empfehlungen, die Lydia im Interview gegeben hat, die habe ich für dich in die Shownotes gepackt. Da findest du alle Links. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist in der nächsten Folge von dem Podcast Erkenne dein Tier als Spiegel, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und ich möchte nur sagen, folge deinem Herzen, öffne dein Herz, lebe das, was dich glücklich macht, was dich erfüllt. Sei ein strahlendes Vorbild, ein Beispiel für alle anderen, die dich umgeben. Und ja, ich sehe dein Licht, wünsche dir alles Liebe und Gute und sage bis zum nächsten Mal. Deine Sarah.